Die digitale und grüne Doppeltransformation braucht einen Schulterschluss zwischen Forschung und praktischer Umsetzung in Unternehmen. Wie kann das am besten gelingen? Dazu ist Brigitte Bach, Geschäftsführerin des Austrian Institute of Technology, AIT, im Studio zu Gast. Digitalisierung und Ökologisierung bedeuten ja für die Industrie einen massiven Transformationsprozess und da spielt natürlich auch die Forschung eine sehr große Rolle dabei. Wie gelingt denn dieses Zusammenspiel aus Wissenschaft und praktischer Anwendung in der Industrie am besten? Digitalisierung und Ökologisierung sind sehr große Herausforderungen und es gilt, Wirtschaft und Forschung gemeinsam diese Herausforderungen in Chancen zu verwandeln, in Chancen für Wettbewerbsfähigkeit für den Industriestandort. Ganz konkret kann das AIT als Enabler arbeiten oder als Intermediär, wie wir manchmal auch sagen. Das bedeutet, wir können bei Technologiepfaden unterstützen, ganz in der spezifischen Technologieentwicklung, Forschung und Entwicklung, bei Pilotprojekten, bei der Umsetzung in großen Demonstratoren und last but not least sind wir natürlich auch in Normierung und Standardisierung aktiv. Und das bedeutet, wir können die Transformation über viele Stufen begleiten und tun das auch. Und ein ganz besonders schönes Beispiel in Österreich ist der Forschungsverbund NEFI, New Energy for Industry, wo das AIT die Koordinationsrolle über hat, wo es um die Dekarbonisierung der Industrie geht. Insgesamt mit 120 Institutionen über 28 Millionen Euro bisher an investierten Forschungsvolumen und aktuell laufenden 23 Projekten. Also ein sehr schönes Beispiel, wie Industrie und Forschung in einem großen Programm gemeinsam arbeiten können. Mhm. Wie weit ist denn die grüne Transformation aus Sicht der Wissenschaft eigentlich schon fortgeschritten? Fehlen uns da noch Technologien oder geht es jetzt hauptsächlich schon um die Umsetzung bereits vorhandener Technologien? Die Internationale Energieagentur sagt, 2/3 der Technologien, die wir benötigen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, haben wir. Das heißt, es geht darum, diese Technologien einzusetzen, umzusetzen. 1/3 fehlt uns noch. Und ich möchte ein Beispiel sagen, wenn wir uns das Thema Batterien anschauen. Es gibt natürlich bereits viel, aber es gibt großen Forschungsbedarf in den sogenannten Post-Lithium-Technologien, wo es darum geht, Batterien zu entwickeln ohne bestimmte seltene Rohstoffe, um auch die Resilienz in Europa zu erhöhen, um auch weniger importabhängig von bestimmten Rohstoffen zu werden. Was braucht es denn ganz allgemein, um Forschung in Europa und Österreich optimal betreiben zu können und wie stehen wir da im internationalen Vergleich da? Forschung ist immer international. Das heißt, insbesondere für Österreich, wir brauchen die europäische Vernetzung, wir brauchen die Rahmenprogramme in Europa ganz dringend. Darüber hinaus muss man sagen, Forschung braucht natürlich Ressourcen, also Finanzmittel, Forschung braucht auch exzellente Forschungsinfrastruktur und Forschung braucht auch ein gesellschaftliches und kulturelles Klima, wo sich Spitzenarbeitskräfte, Spitzenforscherinnen auch wohlfühlen im Land und auch hier für längere Zeit bleiben. Wo sehen Sie denn im internationalen Rennen um Technologieführerschaft die besonderen Stärken von Europa? Europa ist in vielen Bereichen stark, von der Grundlagenforschung her bis zur anwendungsorientierten Forschung. Ich bringe ein Beispiel, die Quantentechnologien. Professor Zeilinger hat hier ja gerade den Nobelpreis gewonnen. Auch in der anwendungsorientierten Forschung sind wir hier sehr stark, insbesondere in Österreich. Generell hinken wir in Europa hinter den USA ein bisschen nach, wenn es um das Hochskalieren, das in die Wirtschaft im großen Stil bringen geht. Sie sind seit vergangenem Jahr in der Geschäftsführung vom AIT. Wie sehen Sie denn das AIT in der Forschungslandschaft von Österreich verankert? Welche Rolle übernimmt das AIT? Das AIT ist das größte anwendungsorientierte Forschungszentrum in Österreich.
im englischen Sprachgebrauch sagt man auch RTO, Research and Technology Organization, die das sehr schön beschreibt. Wir sind hier ein Hub, ein Netzwerkknoten für die außeruniversitäre Forschung. Wir sind auch sehr stark mit den Universitäten, insbesondere mit den technischen Universitäten vernetzt und auch mit der Industrie und der öffentlichen Hand. Und das ist auch unsere Rolle zwischen Gesellschaft, Wirtschaft und der Grundlagenforschung, der Wissenschaft zu koordinieren, gemeinsam Verbünde zu bilden und große Themen umzusetzen. Was haben Sie sich für die kommenden Jahre vorgenommen? Wir haben in der Geschäftsführung den Auftrag erhalten, den Next Level of Impact zu schaffen. Das bedeutet, wir starten von einer guten, soliden Basis, von den Ressourcen, den Menschen, den Finanzmitteln und unseren Themen, haben aber vor, den Impact in der Gesellschaft, in der Wirtschaft deutlich zu erhöhen. Das heißt, wir werden Exzellenz erhöhen in bestimmten Bereichen, in bestimmten existierenden Forschungsbereichen. Wir werden fokussieren in vorhandenen Bereichen, einige Themen neu entwickeln und wir werden uns sehr genau ansehen, wie wir mit der Industrie noch besser arbeiten können, um konkreten Wirtschaftsimpact zu erreichen. Darauf freuen wir uns natürlich ganz besonders. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war Brigitte Bach hier im Industry Talk. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis bald im Media Center der IV.